Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf Adrik. Und heute ist die neue Saison da. Und zwar die Drachensauna. Ja, mega geil. Wir können uns auch schon sofort Belohnungen abholen. 5000 Gold, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir hier eine epische Tauschmarke. Ziemlich wichtig, weil wir den Ether natürlich maxen wollen. Dann haben wir den Blitz bekommen, den Spiegel, die Skelettarmee und den Scharfrichter. Okay, was kann ich dazu heißt? Auf Deutsch. Ich dachte, er heißt Henker. Ja, okay. Na gut. Dann haben wir da den Joker 50 Mal. Let's go. Oh, wir haben eine legendäre Truhe. Und es ist die... der Meerritter. Okay. Ich dachte, es wäre ein Joker. Aber anscheinend gibt es entweder Jokers oder eine legendäre Karte. Aber Meerritter ist auch geil. Den benutze ich ja auch in meinem Deck. So, dann haben wir hier noch... Nochmal 5000 Gold. Uiuiui. Und das hat alles free to play. Also, wenn man so hochkommt mit Trophäen. Und noch eine legendäre Tauschmarke. Ist auch sehr wichtig. Wir wollen dann wieder auf Meister 3 kommen. Das heißt, wir bekommen noch eine Riesentruhe. Nochmal 5000 Gold. Epische Joker. 40 Juwelen. Nochmal 5000 Gold. Eine epische Tauschmarke. Und eine Magietruhe. Das ist halt echt göttlich. Nice. Ob wir dieses Mal Champion schaffen, ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall richtig viele Livestreams machen in so 2,5 bis 3 Wochen. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich echt Bock drauf. Es werden richtig viele Games kommen. Cyberpunk, was weiß ich, Clash of Clans, Clash Royale, dann Just Cause, auch vielleicht GTA. Halt wirklich alles. Es wird mega geil. So, wundert euch nicht, warum da Zahlen sind. Ich spiele hier auf dem PC und weil es halt erstens leichter aufzunehmen ist und zweitens kann ich dadurch sozusagen die Karten dann während eines Spiels sofort auswählen. Okay, gut. Ja, schauen wir mal. Also das Deck, was letztes Season ziemlich geil war, war das hier. Aber es ist halt leider nicht Max. Deswegen kann ich nicht so hoch, also mit hohen Trophäen damit spielen. Ich muss wirklich den E-Giant maxen, dann vielleicht die auf Level 11. Und das auf Level 13 auf jeden Fall, das ist wichtig. Und der auf Level 12. Und der am besten auch auf... Ja, wobei Level 11 geht sogar. Das Deck, das ist eh geil, das ist richtig geil, da freue ich mich drauf und würde uns sagen, wir haben ja hier noch den Goldpass, Golddrachenquelle. Alles klar. Es ist einfach geil, es wird richtig viele Sachen geben. Wir haben hier natürlich noch die Skelett-Auswahl-Herausforderung, werde ich auf jeden Fall noch durchspielen. Im Shop haben wir jetzt nichts wirklich Nices. Wir haben natürlich noch hier, die epischen Sachen, also das Buch der Karten. Mal schauen, wo ich das einsetzen werde. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ich weiß aber, dass ich das da schon mal verbessern kann. Let's go. Bam. 50.000 Gold. Let's go. Level 12 Kobolthütte. Nice. Nur noch 1000 Karten, dann haben wir das. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, die Joker lasse ich nochmal. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Parte auf die Drachenjagd. Ja, ich habe vergessen aufzunehmen, Mann. Kennt's. Alter, regt mich das gerade auf. Ich zeige euch einfach jetzt schnell den Kampf. Das kann nicht sein. Ich hab da auch. Ja, ich bin gerade ein bisschen frustriert. Gefühlt 10 Minuten an Kämpfen sind einfach weg. Ja, jetzt mache ich einfach noch. Das ist ein Hybrid hier, hoffentlich nicht so hoch. Hoffe ich. Wenn nicht, dann. Ja, weiß ich auch nicht mehr. War auf jeden Fall ein krasses Match. Er hat hier einen Mega-Ritter, Seppi. Also, er hat, glaube ich, ein Feuerball-Bait-Deck. Das Ding ist, ich habe halt keinen Feuerball, sondern nur eine Rakete und einen Lock. Mal schauen, ich muss mich da echt gut durchkämpfen. Ich habe da jetzt den Fenner noch platziert. Und der war zum Glück nicht von den Seppis anvisiert. Was dazu führte, dass ich sozusagen den Baby Dragon bekommen habe und dann schon mal einen Seppi rausnehmen konnte. Rechts dann auch den Wald, den nächsten. Und links habe ich dann auch die Goblin Gang gesetzt, aber zum Glück etwas später. Wäre die etwas früher gekommen, hätte der Mega-Ritter die komplett zerstört. Und da hatte der Gegner richtig schlechte Pfeile passiert. Er hat zwar mein Inferno, mein Eisgeist bekommen, aber nicht mein meine Prinzessin. Und wir machen jetzt halt hier noch schön Damage auf das Elixier-Ding. Und Inferno-Sache gegen Inferno Tower. Wer gewinnt wohl? Natürlich der Inferno Tower, weil er noch mehr Schaden macht als so ein läppiger Inferno-Drache. Und die Königin, nicht die Königin, die Prinzessin, die lebt immer noch. Ich will nur Königin sein.
Ja, das war auch mal so ein Thema. Helden in Clash Royale. Es gab da so richtig viele geführte Fake Leaks oder Fake News, die dann immer so aussahen, als ob da Helden da waren in Clash Royale. Aber irgendwie kam das dann nie. Das ist natürlich blöd. Und auch irgendwie schade gewesen. Aber naja. Mal schauen. Okay, gut. Da haben wir natürlich fast den Turm gekriegt. Das war schade. Aber mein Pferdeturm ging sofort auf den Baby-Dragon drauf. Das war natürlich sehr nice. Hier unten habe ich das Elixier ein bisschen volllaufen lassen. Ich habe gewartet, bis der Ritter etwas weiter ist. Und der Ritter tankt sogar für das Koboldfass. Für den Koboldfass. Das ist natürlich geil. Da habe ich natürlich das nächste Lock platziert. Ich habe schon wieder volles Elixier. Habe dann die Goblin Gang gesetzt. Er hat das aber sofort gecountert mit seinen Pfeilen. Da war ich etwas... Sollte, aber wir haben das eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle bekommen. Jetzt natürlich ist ein Inferno Dragon da, aber... stimmt. Da sind ja zwei Inferno Dragons rausgekommen. Das war nicht so optimal. Ich muss halt irgendwie einen Inferno Dragon, also den ersten, da kurz einführen, damit er nicht den Inferno Turm wegmeldet. Jetzt habe ich halt so viele Sachen und das sind einfach richtig viel. Meine Königin ist jetzt auch gleich down. Wobei diese überlebt noch. Ich glaube, das war sogar wichtig, sonst wäre das viel zu viel Damage. Und ich glaube, damit wäre dann auch der Turm weg. Also, was sagst du dann? 36. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ja theoretisch einfach die Rakete auf den linken Turm setzen kann, weil die Rakete 538 Schaden macht. Und damit habe ich dann auch das Spiel geholt. Mega nice. Mann, das war aber auch ein schwieriges Spiel auf jeden Fall. So, ja gut, dann würde ich sagen, wäre es übrigens auch für heute gewesen. Es war ziemlich cool. Ich habe auch den Goldboss natürlich gekauft. Mal schauen, wie das so wird. Ich nehme mal an, das Video kommt am Dienstag raus. Es wird aber am Montag aufgenommen, also die Aussagen... Also ja, ich hätte es eigentlich heute schon rausnehmen können, aber gut. Wenn dann die Aufnahme nicht da ist oder nur Teile der Aufnahme da sind, dann geht das natürlich schlecht. Und sowas ist mir eigentlich noch nie passiert. Bis halt jetzt. Das ist halt belastend, aber ja, gut. Man kennt's. Wir können, glaube ich, auch schon mal ein paar Sachen tauschen. Ich hätte natürlich gerne die Mutterhexe auf Level 11. Und dann kann ich einfach mal diese Sachen hier alle abgeben. Die brauche ich jetzt nicht so wirklich. Ja, mal schauen. Vielleicht will die ja jemand haben. Let's go. Und wir können natürlich nochmal den Elektro-Riesen anfordern. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Skami kann ich abgeben, den Spiegel, diese Fliegen da, auch, ja, wobei ich Bauern fast nicht habe und den Hut. Ich will demnächst auch noch das Trimax-Deck ausprobieren. Das ist das Deck, aber anstatt den Mega-Ritter haben wir da den dunklen Prinzen. Wir haben dann das Koboldfass. Also ziemlich krasse Dinge, die man da im Deck hat. Also es wird auf jeden Fall ziemlich geil. Habt ihr Bock drauf? Falls ihr auch Bock drauf habt, lasst ein Like da, abonniert gerne den Kanal. In den Pfingstferien, also in Bayern, wird es dann richtig viele Streams geben und auch weitere Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!